Ja, und damit moin moin, ne? Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Ich wollte das Spiel jetzt einfach mal starten, um zu sehen, was passieren wird, damit wir auch hier nichts verpassen. Es ist mal wieder soweit. Gräber der Gefallenen ist wieder raus. Der zweite Rutsch an Gräbern. Es gab ja ungefähr, oder ich weiß nicht wann das war, auf jeden Fall vor einiger Zeit kamen ja schon mal drei Gräber raus, die wir auch alle durchforstet haben. Und jetzt kommt nochmal der letzte Rutsch hinterher mit, ich weiß nicht wie viel, vielleicht sind es auch wieder drei Gräber, wir werden es sehen. Genau, und wir schnacken nicht lange rum und gehen direkt rein. Ja, komm, zack. Ganz ruhig. Du bist in Refnathorp, in meiner Werkstatt. Wie geht es dir? Woran aus deinem Traum erinnerst du dich? Sehr wenig, aber ich habe ein Gefühl großer Dringlichkeit. Das passt zu dem, was ich gehört habe. Doch es fand nur in deiner Vorstellung statt. Du solltest dich nun etwas ausruhen. Möchtest du sehen, wozu du mich angeregt hast? Nee, gerade nicht. Ich glaube nämlich, das hat noch was mit dem Gerade nicht. Niflheim-Update zu tun. Runenschmiede, da Dieser gucken neuen wir auch mal Vision irgendwann von vorbei, aber Odin das ist jetzt nicht und ich gerade sehe nur ich das sie. Primäre. Oder gibt es eine andere Bedeutung in den Geschichten von Svartalfaheim? Vielleicht sollte ich mir am Feuer die Knochen wärmen und meine Gedanken sammeln. Das solltest du. So, jetzt können wir aber hier mal beginnen, ne? Genau, das hat noch zum Niflheim-DLC gehört. Aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Wir wollen die Gräber jetzt hier machen. So, wie war das nochmal? Ich musste, glaube ich, Weltkarte, waren die angezeigt? Es weset gar nicht mehr. Vielleicht müsste ich einfach mal kurz einen Cut machen und das nochmal raussuchen. Denn hier könnt ihr sehen, hier haben wir zum Beispiel ein Grab, Manius Heiligtum. Hier drüben haben wir einen Boutikas und hier oben war, glaube ich, noch irgendwo eins. Genau, Casilianus. Was war das? Vinucius. Alle vier haben wir abgeschlossen, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist das nächste? Das sind die Flussrauzüge, das ist nicht richtig. Wisst ihr was? Ich guck mal kurz nach und wir sehen uns dann sofort nach dem Kleinkart wieder. So, da musste ich einmal online nachschauen, wo sich das Grab befindet, das erste. Denn ich glaube, das habe ich schon bei den letzten Gräbern gesagt. Ich weiß nicht, wo du diese Hinweise bekommst, wo diese Gräber zu finden sind. Ich habe keine Ahnung. Also, bis die aus dem Internet raussuchen, habe ich sonst keine Ahnung, woher man diese Info erhält. Denn wenn man jetzt mal auf der Karte so schaut. Ne, erstmal, wir sind hier richtig. Ich kann euch das ja gerne nochmal zeigen. Hier befinden wir uns in Hamtunshire. So. Ich zoome mich jetzt auch nochmal gerne rein hier. Zack. 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 Genau hier unter Ufentum. Genau hier. Ja. Ich weiß nicht, wie du die Information erhältst, ohne dass du im Internet nachschaust. Ich habe keinen Plan. Ist ja auch zweitrangig. Wir sind da. Hier sieht man diese Felswand. Da oben kann man schon das Symbol erspähen. Und da würde ich sagen, nee, nicht lang schnacken. Rein da jetzt. So. Dann gehen wir ran und drücken einmal E. So, zack hier. So, krasse Special Effects hier. Welche List begegnet mir hier? Das werden wir sehen. Erstmal rein hier. So, eine neue, neues Grab. Verikas Grab. Alles klar. Bin gespannt, was uns hier erwartet. Es scheint heiß zu werden. Na gut. Muss ich auch sagen, es ist natürlich wieder etwas länger her, dass ich Assassin's Creed gespielt habe. Das letzte Mal im Niflheim-Update, das ist schon ein bisschen her. Da wollte ich auf jeden Fall auch nochmal ein paar Videos zu machen. Werden, denke ich, auch noch kommen. Aber jetzt erstmal primär die Gräber. So. Jetzt mal gucken, da kommen wir wahrscheinlich nur auf den Rückweg lang. Man kennt es. Dann lass erstmal. Ah, guck, ich sehe schon die ersten Fallen. Machen wir ganz entspannt den hier. Sehr gut. Ist fast ein bisschen wie Fahrradfahren. Also in die Steuerung, vor allen Dingen jetzt hier Assassin's Creed-mäßig oder sowas, da kommst du relativ fix wieder rein, auf jeden Fall, würde ich sagen. Sehr gut. Ja, es scheint sehr heiß zu werden. Oh Mann. Ja, kein Problem. Das kriegen wir hin. Und so schlimm wäre es jetzt auch nicht, wenn wir in die Lava kommen, tatsächlich, weil das dürfen wir echt gut aushalten. Aber muss ja trotzdem nicht sein. Wer weiß, was da noch kommt. Es geht auf jeden Fall erstmal ziemlich tief runter. Oh Gott. Na, ja, das zum Thema. Ich sage, ey. Direkt Karma kassiert. Man kennt es. So, abspringen. Und zack. Wunderbar. So, bisher wird es noch nicht verwirrend, sage ich mal. Noch geht das alles. So, und jetzt kommen wir in den großen Raum hier. Die Rätsel beginnen sofort, denke ich.
Oh Gott, dann müssen wir uns echt einen ordentlich abrätseln. Ja, das sind Türchen, das müssen wir aufkriegen. Das ist echt nur ein Stückchen her mit den letzten Gräbern. Ich weiß gar nicht. Also ich weiß, da muss man, glaube ich, immer ein Artefakt mitnehmen, weil es gibt ein Haupttor, glaube ich, an dem ersten Grab. Irgendwie so. Auf jeden Fall kommen wir da auch noch hin. Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir erstmal alle Richtungen abchecken. So, warte mal. Hier muss auf jeden Fall was rauf. Das ist ja Safe Call, ja. Was ist da? Ah, das ist das erste Ding. Okay. Müssen wahrscheinlich dann hier so zwei, drei Sachen auf so Sockel schieben, nehme ich mal an. Ich weiß halt, wie gesagt, nur noch schwach von den anderen Gräbern. Ist ja auch schon ein Stückchen her. Und dazwischen kamen ja einige andere Updates für das Spiel. Bist du nicht richtig? Ja, doch. Ja. Natürlich. Na klar. Okay, dann müssen wir da als nächstes jetzt... Na gut, ist egal. Eins von den beiden müssen wir jetzt als nächstes machen halt. Drei Stück. Okay. Das werden wir doch hinbekommen. Es öffnen sich immer neue Wege. Das mag so sein. So, dann lass mal runter. Ja, da unten sieht es nicht sehr freundlich aus. So, da müssen wir ein Ding raufschieben und hier hinten nochmal eins, was ich jetzt aus den Augen verloren habe. Ja, man muss erstmal ein bisschen klarkommen, muss ich sagen. So, weil es ist immer so ein riesiger Raum hier mit tausend Sachen irgendwie. Da musst du erstmal klarkommen, finde ich. Pfeile nehmen wir mal direkt mit. Hier ist der andere Sockel. Ja, jetzt ist die Frage. Da lang, da lang. Wir gehen mal da lang, wo oben scheint ein Tor zu sein. Oder ist es das Tor, was wir aufkriegen wollen? Kann natürlich auch sein. Lass mal schauen. Och nee, das soll einfach zubleiben. Na dann. Na dann. So, da ist das Türchen. Genau. Muss selbst erstmal gucken. Du brauchst hier richtig Übersicht. Also er muss irgendwie hier komplett hier erstmal klarkommen. Oh, er schon wieder, sag mal. Wie schaffe ich denn das die ganze Zeit? Mach mal nicht. Es stinkt, verdammt. Er stinkt nicht nur, es tut auch weh. So, dann gehen wir nochmal zurück. Ja, finden wir jetzt hier gemeinsam raus, wie wir das hier machen. Ohne lebendig verbrannt zu werden. Hier oben kommst du einfach wieder zurück, oder was? Lass mich mal ruf da. Darf ich da nicht rauf? Da kann ich doch hin. Warte, lass mich doch... Hallo? Normalerweise kann man hier immer alles beklettern, aber das jetzt diesmal nicht. Das geht nicht. Das ist auch zu krass anscheinend. Okay. Dann machen wir es ganz unkonventionell. Über das Gerüst hier, man kennt es. So, von da sind wir aber nicht gekommen. Safe nicht. Okay, dann lass hier lang. Wo sind wir von hier gekommen? Nee, sind wir nicht. Sind wir? Nee. Das kann nicht sein. So, hier haben wir ein Türchen. Das ist natürlich verschlossen. Ah, schlüsseltechnisch wird auch, glaube ich, noch schwierig. Ich glaube, da müssen wir erstmal einen gewissen Weg zurücklegen. Gehen wir erstmal hier lang. Müssen wir anscheinend erstmal runtergehen, damit es abgeht. Ah, okay, das ist okay, okay. I see. Wird heaviger hier. Machen wir aber trotzdem irgendwie schon. So, ja, guck mal, wir sliden hier rum, ey. Wunderbärchen. Die Dämpfe dieses Wassers sind eine Warnung. Na gut, ne, ob da jetzt kochendes Wasser ist oder giftiges Wasser oder hätten wir auch Lava reintun können, ist alles, glaube ich, gleich gefährlich. Aber ich glaube, das soll heißen, nicht ins Wasser oder was. Alles ja gar kein Problem. Brodelt, glaube ich, ordentlich dann, ja. Da werden meine Instant-Nudeln schnell durchgekocht hier. So, nehmen wir ein paar Pfeile mit. Ja. Nee, nehme ich mal mit. Das hätte auch schief gehen. Was wäre denn jetzt passiert, bitte? Na gut, wir wären trotzdem aufgekommen wahrscheinlich, ne? Jetzt. Nevermind. Panik für nichts. Alles super. Dann kannst du wieder runter. Hallo? Ach, ist so. Ach, soll da lang gehen, ja, sorry. Okay. Muss halt echt erstmal klarkommen. Alles, was man kaputt schießen kann, glaube ich, sollte man hier auch dann schon direkt kaputt machen. Das wäre jetzt einfach so meine Vermutung. Ehrlich gesagt komme ich nur so halb klar. Alter, da steht auch eine Statue mittendrin. Man muss auch ab und zu, wenn man hier sich hier so die Rätsel anguckt, muss man sie auch ab und zu mal appreciaten, hier, wie das aussieht. Das sieht immer sehr schön aus, muss ich sagen. So, was soll ich mit dir machen?
Ich nehme an, ich soll dich wegschieben dort. Nein, nein. Boah, Alter, so manche Ecken sehen hier so aus, als ob ich mich easy drin verbacken könnte, ey. Ich glaube, das ergibt schon Sinn, weil warum steht das Ding sonst da? You know. Kommt das hier hoch? Kam das zu früh jetzt? Kann ja auch nicht sein, weil das kriege ich hier nicht mehr weg. Scheiße, ich komme noch nicht. Ich blicke hier noch gar nicht durch. Ah, kriegen wir hin, keine Sorge. Wir gehen mal hier runter. Jetzt wird es schwerer, wo wir drauf sind. Anscheinend sind wir so schwer wie so ein Regal hier. Auch gut zu wissen. Nehmen wir das mal weg. Ah, da gucken wir, was da ist. Nein, 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 nein. Give me the key. Oh, du bist ja ein Dödel, Alter. Die Frage ist, ob wir da wieder rauskommen. Ja, natürlich. Was machst du denn? Bruder, das ist kochend heiß. Hallo. So, also mal. Willst mich doch auch gerade lachsen, Alter. Weißt du, macht hier sonst immer die krassesten Sprünge ever, aber das jetzt hier, da verzweifelt er jetzt dran, ja? Frage ist, ob ich jetzt hier gerade gefangen bin, ehrlich gesagt. So, jetzt hoch, bitte. Hier waren wir doch schon dran. Da komme ich nicht hoch. Das schafft er nicht. Das glaube ich nicht. Hallo? Mein Freund, was haben Sie vor? Ja, wir klettern mal hier lang. Ja. Ja, und jetzt kriege ich hoch. Nein, jetzt kriege ich hoch. Ah. Mal, was bist du denn für ein Springengel, Äffchen? Junge, Alter, die Störung macht mich gerade eher fertig als die Rätsel hier. Boah, Alter. Ah. Don't do it, Alter. So, selber Ausgangs. Ich verstehe auch nicht, was die Steuerung da macht. Bitte keinen Scheiß machen, kein Scheiß. Das Ding ist, ich drücke alles bis auf S gerade, weil ich natürlich nicht mehr runter möchte. Oh Gott sei Dank. Meine Güte. Sag mir nicht, ich finde hier einfach nur Loot. Das ist ein bisschen ernüchternd jetzt gewesen, muss ich gestehen. Jetzt kommt der da wieder nicht weg. Oh, mach mich nicht fertig hier. So. Das ist die nächste Frage. Oh, Alter. Also, dieses Rumgespringen hier macht mich schon ein bisschen kirre. Na, kannst du auch mal irgendwo stillstehen? Ich glaube, wir müssen da hoch. Oh, endlich. Dankeschön. Das heißt, wir haben den ganzen Stress da unten gehabt, Alter, für ein bisschen Loot. Gut, ne, wer die Waffenrune haben möchte, weiß jetzt, wie man da hinkommt. Bitteschön. Aber gut, das ist natürlich nicht unser Main-Ziel hier. Das war schon mal eine schwere Geburt. Den Loot nehmen wir auf jeden Fall auch hier nochmal mit. Und nein, ich möchte diese Quest jetzt nicht verfolgen. Dankeschön. So. Nehmen wir mal mit. Wenn Pfeile hier angezeigt werden, dann braucht man sie bestimmt auch. Interagieren. Aha, ist das so ein Wettlaufding? Ich habe irgendwas gedrückt. Ah. Okay, dann müssen hier irgendwo natürlich dementsprechend Fässer sein, oder? Ah, ich sehe schon. Okay. Das Ding ist, ich muss das Ding irgendwie aktivieren, aber ich muss auch dementsprechend schon irgendwie an Feuerfässer kommen. Von hier aus komme ich nicht dran. An irgendwelche Fässer. Das Ding fällt jetzt einfach nur hin und her, ja. Das Ding ist, dafür brauche ich einen Explosions... Ah. Hat sich auch erledigt. Sehr gut. Sehr gut. Ein bisschen gekokelt ist schon okay. Ich muss auf die andere Seite. Das kriegen wir schon hin. Bam, 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 bam. Natürlich nochmal gucken. Ist hier nochmal irgendwo ein Hebel, den ich noch nicht gesehen habe? Diesmal nicht. Ganz ehrlich, ich überlege sogar kurz über die Lava zu rennen. Vielleicht, aber wobei, wenn ich einsinke, ist nicht gut. Na, da ist der Hebel. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie komme ich da hin ohne Schlüssel, ne? Seite versperrt sein. Oder ich mache das Ding halt irgendwie kaputt. Ah, never mind. Man muss nicht immer gleich alles zerstören, so geht das auch. So, für die Leute, die schon wissen, wie ich hier diese Spiele spiele, oder generell Assassin's Creed bisher immer gespielt habe, Briefe lese ich mir allgemein nicht durch, auch wenn da Tipps vielleicht drinstehen könnten.
Hier, bitteschön. Für euch einmal zum Lesen und wieder weg damit. So. Dann mitnehmen wir auch damit. Das machen wir jetzt schon mal auf, weil es bestimmt nicht schaden wird. Hier springen wir jetzt schon mal rauf. Aha. Warum sind die Fässerchen? Ist okay. Und hier kommen wir dann da drauf. Nice. Ist ja auch gut. Dann lass mich mal dahin. Alter, mach jetzt hier nicht diesen Zappel Philipp, Alter. Dürfen wir passen von der Reichweite, ne? Easy. Das machen wir kurz mit einem schönen Sprung. Wir können uns natürlich auch da oben verkurbeln bei der Lampe, ist gar kein Problem. Okay. Sieht immer so gefährlich aus, aber das ist nur ein Pömpel, den wir mal erwischen müssen. Dann geht das immer schon, finde ich. So, jetzt kommt hier eine Kugel raus, die wir irgendwo hintragen müssen. Das weiß ich noch, ja. Ist jetzt ein harten Parcours nämlich an Bestehen. Wird auf jeden Fall tricky werden. Ach, da oben kommt was runter jetzt. Wo Feuer fließt, als wäre es Wasser. Und die Achtlosen tötet. Magmakanäle tief im Gesch... Weißt du, ich wollte ihm jetzt nicht dazwischen quatschen, geht aber weg. Ja gut, ihr könnt ja gerne das Video kurz pausieren. Aber an sich wurde nur gesagt, Lavatropfen, die von oben runterfallen. Also da müssen wir jetzt aufpassen. Ja, auch, glaube ich... Schaffen wir? Ich frage mich, wie viel Damage das macht. Anscheinend werden wir es jetzt noch nicht herausfinden. So. Schluss ist dann dementsprechend hier, I guess. Dann kurz mal weg damit. Mhm. Nochmal bitte ganz nach rechts. Ebenfalls. Ja, okay, machen wir halt so. Zack. Und du auch nochmal bitte. Und darunter liegt natürlich der Schlüssel, oder? Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht. Ach, da. I see. I see, I see. Und I see hier. Alles klar. Wunderbar. So, dann haben wir auch das geschafft. Wäre gut. Und das Kügelchen. Ah, das ist. Na gut, schieben wir dich kurz ein bisschen zurück. Da gab es gar kein Dingus. Dann würde ich auch mal mit auf und rein, ja. Da komme ich gar nicht durch mit dem Ding. Zurück. Ah, hier tropft auch schon die Lava. Okay, okay. Ein bisschen Obacht. Und hier sind wir wieder im großen Raum, wo wir mit dem Ding jetzt auf diesen Sockel laufen. Kurz zum Sockel hinlaufen, das Ding drin platzieren. Ist eigentlich egal. Ah, gut. Machen wir jetzt hier. Wir stehen ja schon da. So. Interagieren. Damit haben wir das zweite Siegel gefüllt, sage ich mal. Jetzt kommt nochmal das dritte Ding. Moment. Müssen wir jetzt nochmal wieder zwei machen? Ach, I don't know. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Noch ein Pfad. Zumindest geht es voran. Wenn er jetzt sagt. Die Frage ist, wo ist dieser Pfad jetzt? Der wird halt immer nur kurz angezeigt. Aber wie schon gesagt, also ich finde den Raum noch fucking groß. Deshalb blicke ich noch gar nicht durch, wo wir jetzt hier gerade einen Gang geöffnet haben. Aber das ist ja auch irgendwo Sinn der Sache, ne? Dass wir noch ein bisschen lost am Anfang sind. So. Natürlich, natürlich. Sieht es ja auch schon am richtigen Weg aus, oder? Wobei eher nicht, wenn wir hier schon brennen. I guess not. Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen overfordert. Aber wie ja schon gesagt. Also unten gegen Emmungang. Also das haben wir gesehen bei der Lava, nehme ich an. Da hier ein bisschen mehr Lava ist, müssen wir kurz mal auf Entdeckungstour gehen. Ah, guck mal. Wunderbar. Wer sucht, der findet. Dann lass mal weiter. It's a hot, hot situation. So, da haben wir auf jeden Fall wieder Fässer, die müssen wir mitnehmen. Davon gehe ich schon mal ganz stark aus. Ich frage mich, ob wir das alles in der Zeit schaffen, dass wir dann noch diese Kurve, sag ich mal, hier mitnehmen. Zack. Schnell nehmen. Schnell nehmen. Zack, zack, zack. Mach hin. Und dann mal wieder schnell drüber. Du bist echt ein Dödel. Alter, du bist ein Dödel. Ach. Also,
ne, das habt ihr jetzt auch nicht gesehen, was da gerade passiert ist. Ey, was war denn das bitte jetzt? Ich habe noch nie jemanden so einen kümmerlichen Sprung machen sehen. Alter, der hat es ja nicht mehr versucht, auf diese Plattform zu kommen. Er ist einfach direkt in die Lava gesprungen, Alter. Und ich habe so viel Schaden bekommen, da konnte ich gar nicht so schnell reagieren. So, ich nehme an, wir haben das erste Ding jetzt gelöst. Ja, das heißt, wir können direkt zum zweiten weiter jetzt. Gut, wir waren ja auch noch gar nicht so weit, also passt das schon. Geht gut los. Die Künste sind am Start. Guck mal, wunderbar, ist wieder offen. Oder immer noch offen. Dann warte ich diesmal auch gern ein bisschen, ne? Hat wohl auch ein bisschen die Ungeduld gekickt. Was soll ich denn sagen? Zack. Dann begeben sie sich mal her. Okay, die Lava macht viel, viel mehr Damage, als ich dachte. Aber ich bin noch ein bisschen im Zeichen von Ragnarok DLC drin. Dort hattest du ja die Fähigkeit, tatsächlich das auszuschalten, sage ich mal, dass du Damage von Lava kriegst. Also durch den Zauber, ne? Aber hier hast du die natürlich nicht mehr. Achso, hier ist das Ding direkt. Bam. Muss ich natürlich jetzt wieder mit meinen sterblichen Fähigkeiten klarkommen. Okay. Ein Rätsel. Dann lass mal schauen, was wir haben. Irgendwo, wo wir uns raufstellen, werden wir auf jeden Fall Gewicht auslösen. Aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. Erstmal springen wir hier rüber, looten die krasse Kiste hier. Ah, hier sind Steine. I see. Möge seine Schande ewig brennen. Aha. Das ist natürlich die Frage. Wir legen sie erstmal hier rauf. Oder werfen sie. Weil die liegen hier schon so perfekt. Weißt du, wie ich meine? Die liegen schon so richtig so nach dem Motto so, jo, da solltest du auf jeden Fall die Dinger hin tun. Ja, anscheinend bin ich ziemlich dick geworden, ne? So, ich bin anscheinend sehr schwerer als ein paar Steinchen. Was heißt denn das jetzt? Soll ich mich kurz hier raus schnell rübersprinten oder wie ist das jetzt? Könnte sein, vielleicht reicht es auch nicht. Nein, es reicht nicht. Es reicht? Na gut, Spiel. Na gut, das hätte ich nicht gedacht. I take it. Da war ich gerade selber sehr erstaunt. Er ist gerade verwirrt. Er kann von dort aus das Ding nicht nehmen. Dann machen wir es von hier nochmal. Genau, so geht es doch. Gehen wir runter. Zack. Zack. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich raufspringen soll, tatsächlich. Den Sprung werde ich so, wie er ist, jetzt nicht schaffen. Ach, Scheißendreck. Wir machen es anders kurz. Wir gehen nochmal hoch. Ich glaube, wir müssen von oben da auf diese kleine Plattform springen. Sorry, dann machen wir aber kurz etwas anders. Vielleicht gibt das auch nochmal ein gewisses Gewicht ab. Ach, und das gibt jetzt kein Gewicht ab, das Ding da. Die dicke Eisenkugel da. Junge, wenn die so schwer ist wie ein Tennisball, dann hätte ich die auch da einfach rüberwerfen können irgendwo. Na gut. Who am I to judge? Machen wir unseren krassen Sprung hier, weil natürlich schaffen wir das. Der sieht wahnsinnig hoch aus. Muss ganz knapp nur einfach sein, aber gut. Dann nehmen wir uns das Ding nochmal hier. Dankeschön. Na gut, nevermind, den Sprung schaffe ich easy. Der sah irgendwie vorhin irgendwie unmöglicher aus. Und wir gehen zurück, alles klar. So, Ungeduld darf jetzt nicht kicken. Wir haben alle Zeit der Welt. Okay. Und sonst so? Ich merke manchmal, dass ich nicht der geduldige Typ für sowas bin hier. Und nicht mal so kurz zu warten. Nein, 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 wir warten, bis das Ding ganz da ist jetzt. Das war wunderbar. So, dann müssen wir jetzt kurz mal den anderen Sockel finden. Ich weiß natürlich nicht mehr, wo der gewesen ist. Er muss natürlich auf jeden Fall erreichbar sein jetzt hier von hier aus, ne? Das ist ja klar wie Kloßbrühe. Ja, von hier aus auf jeden Fall nicht. Da sind wir falsch gelaufen, der Klassiker. Dann war es natürlich der andere Weg, 50-50. So, wir rennen ganz entspannt hier zurück und einmal hier hoch. Das sieht dann doch eher richtig aus. Und einmal hier hoch. Und einmal hier lang. Ja, muss ich gerade selber mal kurz schauen. Sicher, dass wir hier richtig sind? Weil jetzt sieht es gar nicht mehr so richtig aus.
Das Ding ist immer noch ein wahnsinniges Labyrinth für mich. Hier ist nichts passiert dergleichen, okay. Dann doch hier vielleicht rüber? Und wenn das Ding mir jetzt aus der Hand fliegt, durch irgendeine blöde Sache, ne, und in der Lava landet oder sowas, dann ist hier aber Polen offen, Alter, das sag ich euch. Dann ist hier aber vorbei. Oh, danke schön. Und zack. Wäre gut. Er hat's daneben gelegt, Alter. Interagieren. Jetzt nicht diesen, Alter. Ey, lass jetzt das kein blöder Bug sein. Interagieren, das steht da sogar. Da bist du doof? Das ist das erste Mal, wo ich mich jetzt frage, ob du doof bist. Soll ich es reinwerfen? Also hier habe ich beim Werfen wahnsinnige Angst tatsächlich, dass das runterfliegt. Ja, das ist doch nicht die. Ist das die falsche Aussparung? Passt das da nicht rein? Das kann auch sein. Dann finde ich das wahnsinnig verwirrend, muss ich sagen. Komme ich nicht hoch mit dem Ding? Und muss eine Säule hin. Das sieht man jetzt schon, glaube ich. Außerdem komme ich... Ja, vielleicht komme ich mit dem Ding dahin. Weil runter ist immer leichter als rauf mit solchen Gegenständen. Aber ich hätte jetzt gerne den Vogel hier. Aber wenn ich das Ding jetzt irgendwo in irgendeine Richtung bringe, weiß ich erstmal, ich habe Angst jetzt, das Ding kurz liegen zu lassen und irgendwo zu gucken, wo ich das Ding reinlegen kann. Weil hier geht es ja offensichtlich irgendwie nicht. Na, vielleicht ist es auch verbuggt, das weiß ich nicht. Anscheinend passt es da nicht. So. Ich habe Angst, wenn ich das Ding liegen lasse, despawn. Na, das wäre schon mal hart beschissen. Weil da war ja schon ein bisschen nervig, da ranzukommen. Und ich will auch meinen Progress natürlich jetzt nicht zerstören. Und wenn ich ja mit dem Ding rumlaufe und in irgendwelche Gebiete reinlaufe, sag ich mal, wo ich nicht, mit dem Ding nicht mehr wegkomme. Auch unfortunate. Das möchte ich mir eigentlich gerade gerne ersparen. Aber natürlich weiß ich nicht mehr, wo die andere Aussparung ist. Und auch mit der Sicht hier wird mir die leider nicht angezeigt. Das da unten, das da, das ist, glaube ich, für so eine Stele. Ne? Das ist nicht für diese Kugel hier gedacht. Glaube ich. Nee, wenn der da schon nicht so leicht runterspringen kann, dann ist er dann nicht. Das Spiel war da schon so immer gnädig genug, dass du wirklich immer nur leicht hinhoppeln konntest, sage ich mal, zu den Orten, wo das Ding hin musste. Also hier genau solche kleinen Sprünge, dass sowas mir auch möglich war. Auch sowas hier noch. Und nicht, dass ich wirklich einen krassen Sprung hier wagen muss. Das ist jetzt eine echt gute Frage, Alter. Wir gehen mal da lang. Aber wobei, da sind wir eben gerade ja lang gelaufen. Von da kam. Kann ja gut, also kann mir gut vorstellen, dass einer von euch oder vielleicht schon einige von euch direkt schon gesagt haben: Boah, Alter, bist du blöd, Alter. Das muss natürlich da oder dahin. Denn ich sehe es nicht, Alter. Das tut mir aber echt wahnsinnig leid. Ich sage, hier muss eine Säule rauf. Na, hab ich ja schon gesagt. Der macht mich fertig, der Typ. Was ist das jetzt hier? Waren wir hier schon? Wahrscheinlich, wenn die Tür einfach aufgeht. Hier waren wir noch nicht. Das macht's nicht besser, weil wir müssen das Ding hier erstmal irgendwie ablegen. Ja, das jetzt. Und jetzt haben wir nämlich folgendes Problem, wie ihr seht. Wir legen das. Ja, aber das Ding ist. Wie soll ich das. Okay, warte. Ja, war schon hoch genug. Jetzt muss nur fehlt noch die Weite. Du kannst es hochwerfen, das finde ich ja schon mal richtig geil, ja. Kannst auch nicht mit Anlauf irgendwie pfeffern. Sag bloß, der kann es hochwerfen, aber jetzt nicht weit werfen, Alter. Der macht mich fertig, der Typ. Nein. Wir gehen ganz nah an die Wand lang. Jetzt prallt es ab. Oh Wunder, oh Wunder. Vielleicht mache ich auch gleich meinen kleinen Cut, um das tatsächlich einmal hier rauszutarieren. Hat drauf geschissen, Alter. So. Vielleicht können wir dieses Ding noch nicht platzieren, weil wir erstmal was anderes freischalten müssen. Ein anderes Becken oder so. Ich weiß es nicht. Deswegen werden wir das gleich nochmal machen. Wir stehen jetzt gerade hier vor dieser Tür. Also machen wir das jetzt erstmal, weil hier waren wir safe noch nicht. Wenn ich das hier schon so sehe.
Oben ist noch eine Tür. Das finde ich jetzt schon verdächtig. Lass mal kurz. Ich kann mir vorstellen, dass ich dafür natürlich jetzt von der anderen Seite ran muss. Sprich, dass man hier wieder rauskommt, wenn man jetzt hier diese Stage meistert. Sie wurde wohl verriegelt. Ja, ja. Genau, das, davon bin ich ausgegangen. So, hier sind aber noch ein paar Fässerchen. Und ich komme hier runter. Aber ich komme hier nicht durch. Warum sind da oben wieder Fässer, ist die Frage. Versuchen wir es mal einfach zu merken, dass da welche waren. Wir machen jetzt erstmal dann den Teil des Grabes. Okay. Immer das ist kochendes Wasser. Okay. Da unten kriegen wir eine Säule, glaube ich, sogar ganz raus, ne? Da unten kann man wieder Wände aufsprengen. Gut, da komme ich ja eh nicht durch. Ah ja, und hier haben wir dann direkt die Fässer, die Vasen. Fässer, Vasen, ach, Pi mal Daumen, ne? Jacke wie Hose, Apfel wie Birnen. Dann lass mich mal runter hier, bitte. Ach, und hier haben wir die Säule. Ach ja, klar, ja klar. Oh. Ziehen wir mal kurz mal das Ding. Ja. Wir gehen mal mit. Okay, Alter, die ging ja richtig hoch hier. Gut, dass wir mitgekommen sind. Müssen wir nachher die Säule raufschleifen irgendwie, um die dann hier so hoch zu transportieren? Das sieht schon fast ehrlich gesagt aus. Genau, so hole ich das Ding nämlich wieder runter. Falls was schief läuft. Ja. Aber von wo an soll ich denn hier bitte dann die Säule zum Beispiel weiterziehen? Weißt du, wie ich meine? Das gibt ja so schon mal auch keinen Sinn, finde ich. Alter, ich bin hart verwirrt von dem Spiel gerade. Aber da kriegen wir ihn, wie gesagt. So, auf die Seite komme ich dann, auf diesen den Käfig komme ich nicht. Das ist anscheinend eine Sache, da kommen wir noch zu. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal, weil hier darf ich nicht rein, dann gehen wir erstmal jetzt hier durch. Hier lang, was auch immer. So, ist denn da ein Gang gewesen oder war nur dieses Ding drin? Da war nur dieses Ding drin. Ah, hab eventuell eine Vermutung, ich weiß es. Ich glaube, wir müssen das einfach da reinwerfen, ne? Ergibt aber auch keinen Sinn, weil ich muss ja die Stele da rausbekommen. Also das ganze Ding. Oder geht das wirklich, wenn ich das Ding einfach reinschiebe? Es sieht eigentlich schon viel zu sehr danach aus, finde ich. Nevermind, ja. Das wird tatsächlich die Lösung. Na gut. Na gut, jetzt ist es ja eigentlich fast obvious. Dann kann das Ding ja echt nur noch da drauf. So, zack. Einmal rauf damit. Wir aktivieren den Schalter. Und gehen ganz schnell wieder rauf. Wunderbest. Das hat funktioniert. Und die Stele müssen wir dann draußen vor die Tür platzieren. Bin ich mir sehr sicher. Aber das mit den Kügelchen macht mich fertig. Entweder ist das gerade wirklich ein Bug, weswegen wir dieses Kügelchen dann nicht in diese Kuhle einführen können. Und das ist wäre wahnsinnig bescheiden jetzt. Muss ich sagen. Das ist echt ein blöder Fehler. Das muss ja nicht sein. Mal schauen. Erstmal werden wir das Dichtding da wieder wegbewegen, bevor hier irgendwie ein Malheur passiert. Und das Ding wieder runter fährt. Was mache ich jetzt mit dir? Ich kann dich gerade nirgendwo rauf. Ah, guck mal da. Ups. Aha. Wunderbar. Raufschieben können wir das aber nicht. Das ist zu weit weg. Mhm. Jetzt kann ich aber hier rauf. Auf. Das hat mir wieder einen Scheiß hier gebracht. Ah, I see. Ja. Den Sprung schaffe ich nicht. Ah, das ist jetzt ein Problem. Muss ich hier raufstehen und dann die Stele kann ich hier nicht rauftun? Ja, das Ding geht ja eh nach oben. Das bringt mir doch gar nichts. Wisst ihr, wie ich meine? So, vorhin, da sind nochmal Pfeile. Ja, da sind nochmal Pfeile. Die sind nicht ohne Grund da. Muss hier irgendwas wieder. Aha. Wunderbar. Was passiert jetzt? Gefühlt irgendwie nichts. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder rüber. So, mal ganz vorsichtig hier. Zack. Komme ich nämlich hier rauf. Ja. Jetzt geht es natürlich sehr weit runter. Ah, I see.
glaube, ich muss darauf. Wir müssen das Ding nochmal hochfahren lassen und das muss alles dann relativ schnell gehen. Okay. Okay, let's go. Speedrun. Komm schon. Oh, nein. Da war doch ein Vorsprung, Alter. Verarsch mich doch nicht, Spiel. Das ist ja echt ein Messerschneider, alles, was ich hier tue, ey. Mal kurz vorm Runterfallen hier. Es sieht aber wahnsinnig richtig aus. Also ich wollte jetzt auf diesen Vorsprung da. Aber anscheinend ist das, muss ich tatsächlich direkt auf das Gerüst drauf. Aber das ist ja gar kein Dingus, denke ich. Hoffe ich. Okay, es geht, okay. Da teilweise echt Millimeterarbeit, ne? Aha. Dann wieder Wind. Und tendenziell kann ich jetzt da hier raufspringen, oder nicht? Rein von der kompletten Logik her, ja. Und dann kann ich von hier jetzt aufmachen. Wunderbar. Und jetzt kann ich auch die Stele rüberhauen. Na, irgendwie klappt es dann doch. Dann lass es einfach wieder los. Gar kein Problem. Kollege Schnürschuh hier. So, das hat auf jeden Fall schon mal geklappt bisher. Aber das wird schon alles seine Richtigkeit haben. So, dann wird dieser Schalter betätigt wieder einmal. Ich bin jetzt mal schnell, weil ich kann mir vorstellen, dass die Dinge wieder runtergehen. In meinem Glück. Oh, ich sehe das Problem. Das Ding da unten ist aber auch ein bisschen im Arsch. Sag bloß, ich krieg das nicht mehr zurück. Vielleicht soll das so sein, ich weiß es noch nicht. Weil seht ihr das Ding? Entweder ist das unten im Boden verbuggt oder es hat ein Loch in der Mitte. Könnte natürlich durchaus beides sein. Das ist ein Schalter, da muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Ja, was? Aha, jetzt haben wir hier die Vasen. Wofür könnte ich die gebrauchen? Was ist das da? Na, hat mir das was gebracht, ist die Frage, ne? Ah, Lavator. Ich sehe schon, ich sehe schon. Wunderbar, dann gehen wir wohl hier mal kurz lang. Müssen wir das Ding nochmal aktivieren. Die Firma dankt. Hier den Brief nochmal für euch zum Lesen. So, und jetzt weiß ich auch nicht, wofür das Ding gut ist. Zurückzukommen dementsprechend, aber... Achso. I see, I see. Alles klar. Okay, war verbuggt. Ja gut, es hätte sonst echt gesagt keinen Sinn ergeben. Und jetzt können wir es aber hier rüber transportieren. Er lässt es einfach wieder los. Kollege, was machst du da? Mach mich nicht schwacher. Sag mir nicht, das passt da jetzt nicht, ruf. Dankeschön. Das Ding ist, ich habe mit Assassin's Creed Valhalla schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Mit Bugs und so. Da habe ich schon einiges hinter mir. Aber auch teilweise mit, ich muss es einfach manchmal sagen, mit auch teilweise echt blöden, Rätseln, also mit so, wo du wirklich nicht drauf kommen kannst. Meiner Meinung nach. Außer du, weiß ich auch nicht, bist ein wahnsinniger G oder weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. So, damit haben wir das Ding jetzt hierher gebracht. Das war schon mal jetzt ein weiter Weg, aber wir sind noch nicht ganz fertig mit der Säule. Zack, zack. Ich hoffe jetzt ganz inständig, dass diese Säule so dieses irgendein Lavabecken freilegt, wo wir die Kugel reinsetzen können. Wobei ich glaube jetzt nicht, ehrlich gesagt, dass es noch so ein Lavabecken geben oder noch so eine Aussparung geben wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre es jetzt. Wir müssen jetzt die letzte Aussparung jetzt da reinbringen, in diese Kuhle, in der sie nicht rein will. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt ein Problem. Oder wir werden, wir werden sehen. Oder wir werden halt auch gar nichts sehen. Ist jetzt sehr unfortunate. Die Kugel liegt tatsächlich auch noch hier. Gut, gut zu wissen auf jeden Fall. Wahrscheinlich bis du sie dann resettest. Ja, ich kann sie nicht mit Schwung nach vorne bringen. Das geht irgendwie nicht. Ich gehe mal ganz nah ran. So vielleicht? Aufgeschissen. Das müssen wir wohl nochmal neu machen. Nochmal neu holen, das Ding. So.
Das ist jetzt tatsächlich aber ein Problem, wenn es da buggt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt gleich. Aus irgendwelchen unerklärbaren Gründen natürlich. So langsam blicke ich auch ein bisschen durch hier, was die Navigation betrifft. Da muss das Ding rein, ja. Da, wo wir schon, möchte ich sagen, lass los. Ja, und jetzt hältst du dich wieder fest. Dankeschön. Ja, aber hier waren wir halt gerade schon, weißt du, ich meine. Es könnte es nicht besser zusammenfassen. Dankeschön. Alter. Boah. So, runter jetzt mit dir. So. Da ist die einzige Aussch... Ist da eine Kugel schon drin? Habe ich das gerade da reingetan, wo eine Kugel schon... Da war schon eine Kugel drin, nicht du Dummkopf, Alter. Oh Gott. Ja, ihr müsstet nicht in die Kommentare schreiben. Ich weiß es selber. Ach, fuck it, DM. Das ist natürlich jetzt embarrassing. Da stellt sich aber immer noch die wahnsinnig krasse Frage, wo diese Aussparung ist, Alter. Das zum Thema, ich blicke hier so langsam mit der Navigation durch. Das wollte ich gar nicht. Das Ding ist, wenn man einmal zu viel Leertaste drückt, Alter, dann kannst du dich echt weit weg verschlagen hier, ey. So, wir wissen jetzt, wo wir dieses runde Ding mehr herbekommen, ja. Wurde ja auch schön angezeigt dann. Kurz mit einer kleinen Sequenz, ne? Da wissen wir, wo wir das Ding herbekommen. Aber wohin musstet? Hier geht's nicht. Klar, geht, kann man es nicht da reintun, wenn hier schon ein Ding drin ist. Er gibt mir voll und ganz Sinn. Irgendwo anders ist das Lavabecken und das habe ich einfach knallhart übersehen. Dann machen wir jetzt erstmal Folgendes. Wir holen uns erstmal das Ding nochmal zurück. Und werden das schon finden. Ansonsten würde ich einmal einen kleinen Cut machen, weil, ne, ihr seht jetzt ja selber, was ich hier nochmal machen muss jetzt. Ne. Das müssen wir uns ja alle nicht nochmal antun. Wir sehen uns sofort nach dem kleinen Cut wieder. So, nach ein bisschen rumsuchen habe ich es dann jetzt endlich auch gerafft, wo das Ding hin muss auf jeden Fall. Das kann ich euch kurz mal zeigen. Das Ding muss dahin, da wo der Rauch rauskommt. Und jetzt bin ich gerade hier nochmal. Und habe einfach gedacht, weißt du, wirfst du mal die Scheiße da oben rauf. Und es hat tatsächlich gerade so funktioniert. Und ich nehme an, das ist der Weg. Auch wenn ich ihn wahnsinnig weird finde, muss ich gestehen. Ist die Frage... Ach ja, klar, hier komme ich dann von hier aus hin. Das ist wirklich schon, fand ich jetzt schon komisch, dass das jetzt funktioniert hat. Aber gut, ich hinterfrage nicht. Es hat geklappt und das ist das Wichtigste. So. Na gut, aber das soll ja auch ein bisschen, ne, anregen zum Rätseln, ne? Deswegen macht das Spiel schon irgendwie richtig, natürlich. Zack. Zack. Und voilà. Da ist die Aussparung. Da wird das Ding jetzt wohl anscheinend reinpassen dann auch. Dankeschön. Sehr gut. Und damit haben wir das Tor geöffnet. Und ich weiß nicht mehr, was du alles da drin bekommen hast. Ich glaube, das war eine kleine Szene nochmal, die man bekommen hat, wenn man die Gräber betreten hat. Ich glaube, ja. Ich fühle mich meinem Ziel schon näher. Oh, auf jeden Fall. Ich mich auch. Und es gab immer so ein Vermächtnis. Irgendwas gab es auf jeden Fall nochmal geschenkt. Das muss man aber nochmal ein bisschen suchen, weil das wird nicht einem richtig da vor die Füße geworfen, meiner Meinung nach. Weil meines Wissens stand noch. Und da musstest du ein bisschen nachsuchen. Also natürlich mit... Oh Gott, mach keinen Scheiß. Natürlich, hier, wenn du hier diese Sicht hier benutzt, findest du das Ding, glaube ich, schon. Ach, wir werden gleich einfach sehen. Ja, guck mal da. Aber das ist vielleicht auch einfach das Grab. Wir werden sehen. So, damit sind wir jetzt hier in dieser großen Halle. Sieht doch alles hier wieder geheimnisvoll aus, ja. Mir wird ein bisschen schwummrig wieder. Kommst du, Verica, den König der Atrebaten und Freund der Römer zu ehren oder zu verspotten? Die anderen Stämme wurden von Furcht beherrscht. Statt Brücken zu bauen, führten sie Krieg. Sie hatten sich das Gemetzel, das folgte, selbst zuzuschreiben. Ich habe die Pracht Roms gesehen und weiß, dass es unsere Zukunft ist. Sie sperrten mich in dieses schwefelige Grab.
Doch das Schicksal lässt sich nicht begraben. Deep. Richtig deep, Alter. So, hier ist, glaube ich, ein Rüstungsteilsatz wieder. Sehr schön. Oha, Alter, die sieht ganz nice aus. So, aber was ich mal gucken wollte, genau. Irgendwas gab es hier, glaube ich, noch. Ich bin mir da ganz sicher. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal durchlaufen. Weil irgendwo... Ich glaube, das ist halt irgendwo hier, aber... Und ich werde die ganze Zeit diese Sicht halt hier aktualisieren. Weil in dem ersten Grab, in Manius Grab, direkt beim Hefnatorpdorf, dieses erste Grab da, das hat eine Siegel in der Mitte, was du aufmachen kannst, wenn du alle Dinger da hast, alle Artefakte, glaube ich. Und ich weiß nicht, inwiefern es hier Artefakte gibt, ob uns da welche fehlen, ob wir hier noch welche finden können. Na, und ich möchte natürlich jetzt, wenn wir hier dieses Grab verlassen, dass wir alles mitgenommen haben. Aber ich denke, das dürfte soweit passen. Wenn irgendwas fehlt oder so, werde ich auf jeden Fall nochmal einen Nachtrag machen. Das ist auf jeden Fall for sure. Ich glaube, damit haben wir dieses Grab hinter uns gebracht. Haben wir das geschafft? Zack. So. Ah, hier auch nur die Sicht machen. Besser ist es. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Aber jetzt vom Ding her. Ah, was ist denn das jetzt her? Wo geht's hier lang? Ja. Aha, genau das meinte ich. Genau das. Oh Gott. Also doch kein Nachtrag. Einsammeln. Was ist das? Artefakt. Was? Warum habe ich das gesagt? Das weiß ich nicht. Wir können doch gerne nochmal schnell ins Inventar schauen, ob wir die anderen drei haben. Wenn nicht, muss ich die nochmal offline einmal nachholen. Dann ist das so. Exotische Ressourcen, das ist nicht hier unser Ding. Alter, das muss... Das hätten die vielleicht ein bisschen filtern können oder so. Ich blicke hier gar nicht mehr durch, wie viel Scheiße ich... Wenn du das Spiel komplett durchgespielt hast mit allen DLCs, dann bist du wirklich zugeballert mit Stuff. Hier. Berikas Grab. Bugake ist nicht das Ding. Utigas Grab. Gab es nur zwei? Es scheint nur zwei gegeben zu haben bisher. Ich glaube, es gibt auch nur zwei. Wie gesagt, das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Dann, wenn wir dann soweit sind. Und ansonsten, ne, muss ich halt nochmal ran da. Dann ist das halt einfach so. Aber das ist kein Problem. So, sehr gut. Dann bin ich immer sehr glücklich, dass wir dann doch nochmal hier das Ding gefunden haben. Ich war mir doch sicher, dass da was war. So. Dann begleite ich nochmal euch raus hier aus dieser Grube. So, zack, zack, zack. Hier ein bisschen Parcours laufen. Das Ding ist natürlich, wenn du ein Grab abgeschlossen hast, kommst du natürlich relativ schnell wieder an diese Orte zurück, sage ich mal, weil du ja halt, ne, ich kann jetzt hier gleich einfach mit meinem Pfeil, glaube ich, diese eine Tür aufschießen und dann komme ich hier die ganze Zeit hin jetzt. Also auch von dieser Seite aus. Das ist halt natürlich wahnsinnig praktisch und ich muss nicht mal das ganze Ding durchlaufen. Weil die Wege eigentlich nicht mehr so lange sind, da wir sowieso ja alle Rätsel gelöst haben, ne, ihr wisst Bescheid. So, da ging es runter, dementsprechend geht es hier raus. Sehr gut. Hier der Eingang. Ach, da ist Ausgang. Leute, das war auf jeden Fall die erste Folge zum ersten Grab. Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es, glaube ich, noch ein weiteres Grab und dann dieses Hauptsiegel am Ende. Sprich, wir sehen uns dann auch hoffentlich noch bei der nächsten Folge wieder, ne, beim nächsten Grab. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und haut rein.